Sammy Hüppier wie immer ruhig und konzentriert. Ohne viel Aufsehen hat er seine Leverkusener auf Platz 2 geführt, wo sie auch nach der Winterpause bleiben wollen. Erste Station in der Rückrunde ist Freiburg. Für einen Leverkusener wird es eine besondere Reise. Die Karriere von Ömer Toprak begann nämlich im Breisgau. Natürlich ist es auch ein besonderes Spiel für mich. Da bin ich groß geworden, da bin ich zum Profi geworden. Aber ja, nichtsdestotrotz gilt es unser Ziel ganz klar, dass wir da 3 Punkte holen. Wir wissen, wie schwer es wird. Wir haben es im Pokal gesehen. Wir waren gut im Spiel, aber dann danach haben wir weniger gemacht und dann wird es nicht einfach. Und wir müssen jetzt Samstag sicher sein, dass wir nicht weniger machen. Dass wir spielen am unseren Limit und 100% Einsatz, 100% Konzentration. Dann können wir diesen Spiel auch für uns einfacher machen. Aber es wird ein schwieriges Spiel. 2:1 hieß es im Dezember. Nun treffen die Mannschaften nach einer mehr oder weniger erholsamen Winterpause aufeinander. Und die war nötig, gerade wegen der Dreifachbelastung. Wir hatten 3 Wochen Vorbereitung jetzt gehabt und in der Hinrunde hatte ich ein Gefühl, dass wir hatten keine Zeit, um etwas zu trainieren, weil wir haben so viel gespielt und das war konstante Erholung und dann Vorbereitung für die nächsten Spiele. Wenn wir haben Baustelle, um zu arbeiten, wir hatten keine Zeit und wir könnten nicht zu viel trainieren, weil wir so viel gespielt haben. Und darum ist es auch gut, dass wir hatten jetzt 2 Wochen Zeit, um diese Sachen zu arbeiten, dass wir wichtig finden, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Angesprochen auf mögliche Neuzugänge, wollte Hüppier nicht zu viel verraten. Auch wenn das beim ruhigen Finn nichts heißen muss.